In diesem Video geht es um das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft, § 25b Umsatzsteuergesetz, mit der Besonderheit, dass wir eine Vier-Unternehmer-Lieferkette haben. Dieses Video drehe ich im Rahmen einer Videoreihe, wo ich mehrere umsatzsteuerliche besondere Themen thematisieren möchte. Heute ist das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft relevant. Wir gehen von einem Ausgangssachverhalt aus mit vier Unternehmern. Prüfen ganz strukturiert ab mit Hilfe des Gesetzes und einer Übersicht, ob ein Dreiecksgeschäft nach 25b USTG vorliegt und welche Rechtsfolgen sich daraus ergeben, ganz in Ruhe strukturiert, Stück für Stück. Wir werden genau in die Gesetzestexte gucken, eine Struktur uns erarbeiten und dann die Lösung des Sachverhalts. Wenn Sie daran interessiert sind, dann sind Sie genau hier richtig. Mein Name ist Kai Boman, ich bin Steuerberater, Diplom-Finanzwirt, Diplom-Handelslehrer und freue mich, Sie durch dieses Video begleiten zu dürfen. Zunächst erstmal in den Sachverhalt rein selbst. Wir haben vier Unternehmer. Da haben wir einen in Deutschland ansässigen Unternehmen namens Detlef Deutschländer, DD kurz genannt. Der bestellt bei einem in den Niederlanden ansässigen Unternehmer, der heißt Hans Hollandaise, Waren. Hans Hollandaise hat die wiederum nicht, bestellt wieder in Luxemburg bei einem dort ansässigen Unternehmer Lars Luxus, kurz LL genannt. Und dieser dann schließlich in Portugal, dort endet dann die ganze Geschichte bei Paolo Panzero PP. Wichtig ist noch, LL hatte die Ware nicht im Lager gehabt und deswegen ging dieser ganze Bestellungsprozess weiter. Der in Portugal ansässige PP versendet die Ware auf Weisung des LL unmittelbar an DD nach Deutschland. Und LL gibt dafür eine portugiesische Umsatzsteueridentifikationsnummer ab. Ansonsten treten sämtliche Unternehmen jeweils mit ihrer zu ihrem Land gehörigen Umsatzsteueridentifikationsnummer auf. LL belegt, dass er den Gegenstand als Lieferer versendet hat. Wie er das machen kann, das kommt dann noch. Alle ansonsten notwendigen Formalitäten gelten als erfüllt. Und jetzt sollen wir diesen Fall umsatzsteuerlich beurteilen. Und gucken uns erstmal an, zeichnen uns erstmal, würde ich sagen, diesen Sachverhalt auf und gucken mal mithilfe des Gesetzes, ob hier wir zu einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft kommen. Zunächst erstmal aufgezeichnet, welche Unternehmer wir haben. Wir haben unseren PP in Portugal. Wir haben unseren LL in Luxemburg. Wir haben unseren HH in den Niederlanden und wir haben unseren Doppel-D in Deutschland. Und jeweils ein Umsatzgeschäft zwischen diesen Beteiligten ist gegeben, nämlich einen Kaufvertrag haben die jeweils abgeschlossen und wir haben eine unmittelbare Warenbewegung. Von Portugal zu DD. Und diese unmittelbare Warenbewegung wird durch LL ausgeführt. LL hat die Transportverantwortung für die Geschichte. Auf ihn gehen Nutzen und Gefahren beim Transport über und wie er das Nachweis kommt. Zunächst ist jetzt hier zu prüfen, ob wir ein sogenanntes Reihengeschäft haben. Das ist die erste Fragestellung, der wir nachgehen müssen. Haben wir ein Reihengeschäft im Sinne von § 3, 6a Satz 1. Alle Paragraphen beziehen sich aufs Umsatzsteuergesetz. Deswegen lasse ich mal hier USTG immer weg. Und dann gucken wir doch mal ins schöne Gesetz rein. Hier ist nochmal der Fall. Jetzt möchte ich mit Ihnen ins Gesetz wandern. Und da sind wir auch schon. Hier im Paragraphen. Ich zeige es Ihnen nochmal. 3 Umsatzsteuergesetz. Jetzt wandern wir in den 6a. Manche, die das alte Gesetz noch kennen, damals war ganz früher die Regelung des Paragraphen, des Reihengeschäfts in § 3 Absatz 6. Da hat man es herausgenommen und hat eigens diesen 6a eingeführt. Und dort im Satz 1, der ist jetzt hier relevant.
Schließen mehrere Unternehmer über denselben Gegenstand Liefergeschäfte ab und gelangt dieser Gegenstand bei der Beförderung oder Versendung unmittelbar vom ersten Unternehmer an den letzten Abnehmer, Reingeschäft, Rechtsfolge. So ist die Beförderung oder Versendung des Gegenstands nur einer der Lieferungen zuzuordnen. Bedeutet also, wenn wir das beantworten wollen, haben wir mehrere Beteiligte, die ein Rechtsgeschäft abschließen. Und dann können wir ja sagen, ja, wir haben ja PP, LL, HH, DD und die haben ja alle untereinander mehr Rechtsgeschäfte abgeschlossen über denselben Gegenstand, nämlich die Ware. Das ist ja die Warenbewegung. Und dann war ja noch die Frage, haben wir ein unmittelbares Gelangen desselben Gegenstands vom ersten Lieferer zum letzten? Auch das ist erfüllt. Nur LL hat die, wie schon gesagt, die Transportverantwortung. Und deswegen können wir das Reihengeschäft hier bejahen. Die ganzen TBMs schreibe ich im Einzelnen hier nicht auf. Das hat also zur Rechtsfolge hier, dass wir nur eine bewegte Lieferung haben. So, und jetzt ist die Frage, welches ist die bewegte Lieferung? Und die Antwort haben wir im Paragraph 3 Absatz 6a Satz 4. Und dort speziell im zweiten Halbsatz des Umsatzsteuergesetzes. Und das gucken wir uns auch wieder an. Im Satz 2 wäre geregelt, welches die bewegte Lieferung ist, wenn der erste Unternehmer die Sache geliefert hätte. Also wenn das jetzt hier in diesem Fall beispielsweise hier der PP getan hätte, dann wäre das der Satz 2 gewesen. Dann der Satz 3, der dann später kommt, wird der Gegenstand der Lieferung durch den letzten Abnehmer befördert oder versendet. Diese Variante wäre relevant gewesen, wenn der DD die Geschichte, die Transportverantwortung gehabt hätte. Und jetzt kommt der Satz 4 für Zwischenhändler. Und Zwischenhändler haben wir ja mehrere. Einmal den LL und einmal den HH. Und für die ist der Satz 4 relevant. Wird der Gegenstand der Lieferung durch einen Abnehmer befördert oder versendet, der zugleich Lieferer ist, Stichwort Zwischenhändler. Und das ist ja bei LL und bei HH der Fall. Dann gibt es erstmal den ersten Halbsatz mit einer Grundvermutung. Ist die Beförderung oder Versendung der Lieferung an ihn zuzuordnen? Das heißt, wenn jetzt LL grundsätzlich ohne Nachweis die Sache machen würde, dann wäre die Lieferung an ihn, also die von PP, dann wäre das die bewegte Lieferung. Das wäre der erste Halbsatz. Jetzt kommen wir aber in den zweiten Halbsatz hinein. Und im zweiten Halbsatz steht, es sei denn, er weist nach, dass er den Gegenstand als Lieferer befördert oder versendet hat. Das heißt, dieser Satz greift, wenn Zwischenhändler es nachweist. Und hier geht es natürlich um LL. Und wie kann er das nachweisen? Das ist dann die nächste Frage. Und früher war das ein bisschen so ein rechtsunsicherer Raum auf EU-Ebene. Da hatte man da nur einzelne Regelungen. Und jetzt hat man ganz konkret im Paragraph 36a in den Folgesätzen konkrete Nachweise, die auf Unionsebene alle Gültigkeit haben. Die schauen wir uns ja auch an. In diesem Fall ist es dann der Paragraph 3 Absatz 6a. Jetzt gucken wir mal weiter. Satz 5. Gelangt der Gegenstand der Lieferung aus dem Gebiet eines Mitgliedstaats in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats, gucken wir in den Sachverhalt, okay, aus Portugal nach Deutschland, beides Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und verwendet der Zwischenhändler gegenüber dem leistenden Unternehmer bis zum Beginn der Beförderung oder Versendung eine Umsatzsteueridentifikationsnummer, die ihm vom Mitgliedstaat des Beginns der Beförderung oder Versendung erteilt wurde. Okay, gucken wir uns an. Der LL, der verwendete doch die portugiesische Umsatzsteueridentifikationsnummer, da wo die Sache beginnt. Stand ja im Sachverhalt drin.
gucken wir gerne nochmal in den Sachverhalt hinein. Und zwar haben wir hier ja den Sachverhalt. Und da war ja die Aussage, dass zwar hier alle anderen Unternehmer ansonsten mit ihrer eigenen in ihrem Land ansässigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer antreten, aber LL extra jetzt seine portugiesische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer dem PP gibt vorher. Und das ist doch genau der Sachverhalt, den wir hier haben. Das heißt, unsere Antwort haben wir dann hier in Paragraph 3 Absatz 6a Satz 5. Und zwar Nachweis des LL durch portugiesische Umsatzsteuer-ID-Nummer. Und damit ist das hier erfüllt. Und das hat dann zum Ergebnis mit der Rechtsfolge, dass wir einen Nachweis haben, dass der LL die Warenbewegung, die Transportverantwortung hatte. Und das bedeutet jetzt letztendlich, weil wir das hier jetzt bejahen können, dass die bewegte Lieferung LL zuzuordnen ist. Und das bedeutet also hier, dass wir die bewegte Lieferung jetzt hier haben. Gleich bewegte Lieferung. Und das hat doch zur Konsequenz, dass die anderen Lieferungen die ruhenden Lieferungen sind. Ruhende Lieferung. Und das ist auch eine ruhende Lieferung. So. Und das hat doch dann zur Konsequenz, dass wir den Ort dann hier nach Paragraph 3 Absatz 6 bestimmen. Und der Ort ist da, wo die Sache beginnt, nämlich in Portugal. Vielleicht der Hinweis: Alle Paragraphen, die wir hier nach dem Umsatzsteuergesetz anwenden, wende ich auch natürlich analog auf die anderen Länder an. Das heißt, wenn ich jetzt mich in Portugal befinde, dann würde ich das USTG Portugal nehmen. Wenn ich mich in analog, wenn ich mich in Luxemburg befinde, dann das Umsatzsteuerrecht Luxemburg. Aber analog mit den deutschen Paragraphen, damit Ihnen klar ist, worum es geht. Das heißt, hier haben wir den Ort nach 3 Absatz 6 in Portugal. Dann kommen die beiden ruhenden Lieferungen. Wonach bestimmt man hier jetzt den Ort? Gucken wir zunächst uns den Paragraphen dafür an. Nämlich den Paragraph 3 Absatz 7. Wird der Gegenstand der Lieferung nicht befördert oder versendet, wird die Lieferung dort ausgeführt, wo die Verfügungsmacht, das ist der Satz 1. Und jetzt kommt der wichtige Satz für uns. In den Fällen von Absätzen 6a, da sind wir ja gerade drin. 6b ist jetzt im Grunde neu eingeführt worden, zum 1.7.2021, aber der ist jetzt hier nicht relevant. Gilt Folgendes. Und jetzt kommt es. Nummer 1, Lieferungen, die der Beförderung oder Versendungslieferung vorangehen, gelten als dort ausgeführt, wo die Beförderung oder Versendung des Gegenstandes beginnt. Diese Lieferung hier geht doch der bewegten Lieferung voran. Das heißt, hier greift Paragraph 3 Absatz 7 Satz 2 Nummer 1 und der Ort ist damit da, wo die Sache beginnt, in Portugal. Dann gucken wir weiter. Jetzt kommt der nächste Satz, die Nummer 2. Lieferungen, die der Beförderungs- oder Versendungslieferung folgen, gelten dort als ausgeführt, wo die Beförderung oder Versendung des Gegenstandes endet. Diese Lieferung von HH zu DD, die folgt doch der bewegten Lieferung. Hier hatten wir doch die bewegte Lieferung ausgemacht. Und weil die folgt, greift doch hier für diese ruhende Lieferung der Paragraph 3 Absatz 7 Satz 2 Nummer 2. Und der Ort ist dort, wo die ganze Geschichte endet, nämlich in Deutschland, hier bei DD. Also Inland.
So, und das sind jetzt ja erstmal so die Grundsätze. Und jetzt kann man weiter sortieren, was sich aus dieser ganzen Geschichte ergibt. Und zwar, der PP führt eine Runelieferung nach 3.1 portugiesischem Recht aus. Ortsbestimmung hatten wir ja schon nach 3 Absatz 7 Satz 2 Nummer 1 in Portugal. Steuerbar nach 1.1 Nummer 1, portugiesisches Umsatzsteuergesetz. Und steuerpflichtig, weil es eine Runenlieferung ist. Und bei einer Runenlieferung können wir niemals einen IG-Lieferungsfall haben. Bei einem IG-Lieferungsfall ist Voraussetzung, dass es eine bewegte Lieferung ist. Dann, das können Sie auch im Gesetz sehen. Das gucken wir uns mal an. Und zwar ist ja der innergemeinschaftliche Lieferungstatbestand hier. Und dort steht ja, der Gegenstand, der Unternehmer oder Abnehmer hat den Gegenstand als Voraussetzung der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert, versendet. Bedeutet bewegte Lieferung. Und die haben wir ja im Sachverhalt nicht. Und deswegen ist dieser Vorgang steuerpflichtig. Dann gucken wir uns den Sachverhalt von LL an. Machen wir hier so eine getrennte Linie. LL führt hier eine Lieferung aus nach 3.1. Ortsbestimmung hatten wir ja nach 3.6, weil das ja die bewegte Lieferung war mit Beginn in Portugal. Also ist es in Portugal steuerbar nach 1.1 Nummer 1. Und es ist eine steuerbefreite IG-Lieferung nach 4 Nummer 1b in Verbindung mit Paragraph 6a Absatz 1 Umsatzsteuergesetz und damit steuerfrei. Steuerfreie IG-Lieferung. Bei HH den gucken wir uns als nächstes an. Liegt, wenn es auf der einen Seite ein IG-Lieferungsfall ist, ist es auf der anderen Seite ein IG-Erwerbsfall. Dort haben wir einen Vorgang im Sinne von Paragraph 1a Absatz 1 Umsatzsteuergesetz in den Niederlanden nach niederländischem Recht. Ortsbestimmung nach 3d. Satz 2 erstmal, nee, Satz 1 erstmal, da wo die Sache endet, in Deutschland. Und zugleich ist es ein Fall von 3 Dora Satz 2 Umsatzsteuergesetz, weil nämlich HH eine abweichende Umsatzsteueridentifikationsnummer angibt und damit ist der Ort außerdem noch in den Niederlanden. Das heißt, wir haben zweimal einen IG-Erwerb. Weil nämlich die Umsatzsteueridentifikationsnummer abweicht von dem Land, wo die Beförderung endet. Weil es landet ja in Deutschland, die Ware. Unmittelbares Gelangen der Ware nach Deutschland. Gucken wir uns das mal im Gesetz an, den 3 Dora, den es ja genauso auch in den Niederlanden gibt. Erstmal Satz 1. Der innergemeinschaftliche Erwerb in dem Gebiet des Mitgliedstaats bewirkt, in dem sich der Gegenstand am Ende der Beförderung oder Versendung befindet. Und das ist Deutschland. Dann gibt es noch den Satz 2. Verwendet der Erwerber gegenüber dem Lieferer eine ihm von einem anderen Mitgliedstaat erteilte Umsatzsteueridentifikationsnummer? Gilt der Erwerb so lange, in dem durch den in Satz 1 bezeichneten Mitgliedstaat als bestätigt? Gilt nochmal ganz von vorne. Verwendet der Erwerber gegenüber dem Lieferer eine von einem anderen Mitgliedstaat erteilte Umsatzsteueridentifikationsnummer? Er hat ja jetzt nicht die deutsche Identifikationsnummer, sondern die niederländische verwendet, also eine andere Nummer. Das greift also. Gilt der Erwerb so lange in dem Gebiet dieses Mitgliedstaats als bewirkt, also in den Niederlanden als bewirkt, bis der Erwerber nachweist, dass der Erwerb durch den in Satz 1 bezeichneten Mitgliedstaat besteuert worden ist. Oder nach 25b Absatz 3 als besteuert gilt.
sofern der erste Abnehmer seiner Erklärungspflicht nach 18a Absatz 7 Satz 1 Nummer 4 nachgekommen ist. Okay. Und das gucken wir uns wieder im Sachverhalt an. Bedeutet, wir haben zweimal einen IG-Erwerb, der steuerbar ist nach jeweils nach 1.1 Nummer 5 Umsatzsteuergesetz Deutschland, Umsatzsteuergesetz auch Niederlanden. Und damit auch noch steuerpflichtig ist. Und dann gucken wir uns noch für DD die ruhende Lieferung an. Aus Sicht von DD. Und zwar die ruhende Lieferung ist ja eine ganz normale Lieferung nach 3.1 an DD. Ortsbestimmung nach 3 Absatz 7 Satz 2 Nummer 2 in Deutschland. Steuerbar nach 1.1 Nummer 1 und steuerpflichtig, weil nämlich hier wieder eine ruhende Lieferung vorliegt und bei einer ruhenden Lieferung kann niemals eine innergemeinschaftliche Lieferung gegeben sein. Steuerschuldner ist nach 13a Absatz 1 Nummer 1 der Holländer in Deutschland. Und er müsste sich jetzt in Deutschland registrieren lassen. Und das wäre sehr aufwendig. Und jetzt kommen wir zum Tragen, dass ein sogenanntes innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft vorliegen könnte. Und für das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft betrachten wir jetzt nur, wir haben ja vier Unternehmer, diese Sache hier. Warum? Dass wir gehen die einzelnen Tatbestandsmerkmale mal an. Und zwar, die Tatbestandsmerkmale habe ich in einer Übersicht dargestellt. Da gehen wir jetzt mal rein. Und zwar, Paragraph 25b, den gucken wir uns auch parallel an. Den habe ich in vier Teile unterteilt. Und zwar gucken wir uns zunächst erstmal an die Bewegung eines Gegenstandes, wie das zu betrachten wäre. Also ich habe die TBMs der 25b sehr aufwendig, habe ich unterteilt. Einmal Bewegung Gegenstand, zusätzliche Voraussetzungen, Erfassung und Ansässigkeit und Benutzen der Umsatzsteueridentifikationsnummer. Und die gucken wir uns mal im Einzelnen an, was die Voraussetzung sein muss. Dazu ein Blick ins Gesetz. Bertha. Innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft. Sehr lang und sehr aufwendig. Das erste TBM, was wir hatten, zum Thema innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft. Dazu schauen wir in dem Paragraph 25b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1. Wir brauchen drei Unternehmer, die über denselben Gegenstand Umsatzgeschäfte abschließen. Und dieser Gegenstand muss unmittelbar vom ersten Lieferer an den letzten Lieferer gelangen. Das sind die Voraussetzungen, die man hier betrachtet. Und wenn wir uns das angucken in unserem Sachverhalt, hier nochmal der Sachverhalt, haben wir jetzt hier vier Unternehmer und der Gegenstand gelangt unmittelbar vom PP zu DD. Unmittelbar. Jetzt ist die Frage, kann es bei vier Unternehmern, das sind ja nicht drei, überhaupt ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft geben? Und dazu werfen wir mal einen Blick in den Umsatzsteueranwendungserlass, der uns darauf eine Antwort gibt. Und zwar Abschnitt 25b.1 Absatz 2 und dort der Satz 2. Erstmal der Satz 1. Ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft setzt voraus, dass drei Unternehmer über denselben Gegenstand Umsatzgeschäfte abschließen. Und dieser gelangt. Und jetzt kommt Satz 2. Ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft kann auch zwischen drei unmittelbar nacheinander liefernden Unternehmern bei Reingeschäften mit mehr als drei Beteiligten vorliegen, wenn die drei unmittelbar nacheinander liefernden Unternehmer am Ende der Lieferkette stehen. Und in unserem, so steht es da drin. Nochmals.
Hier der 25b.1, 25b.1 Absatz 2, Satz 2, nochmal, ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft kann auch zwischen drei unmittelbar nacheinander liefernden Unternehmern bei Reihengeschäften mit mehr als drei Beteiligten vorliegen, wenn die drei unmittelbar nacheinander liefernden Unternehmer am Ende der Lieferkette stehen. Und sowohl LL als auch HH als auch DD stehen am Ende dieser Lieferkette. Insofern trifft doch hier der Paragraph, der Abschnitt 25b.1 Absatz 2 Satz 2 des Umsatzsteueranwendungserlasses zu. Und wir prüfen jetzt hier für diese Lieferkette, ob die Tatbestände des 25b vorliegen. Und hier ist nochmal die PowerPoint mit 25b, den wir uns allerdings auch nochmal wieder im Gesetz angucken. Und zwar zunächst hatte ich ja gesagt, wir brauchen drei Unternehmer, die über denselben Gegenstand Umsatzgeschäfte abschließen. Und der Gegenstand muss unmittelbar vom ersten Lieferer an den letzten Abnehmer gelangen. Das ist die erste Voraussetzung, die wir hier haben. Und das ist doch in unserem Sachverhalt der Fall, nämlich wir haben den LL, wir haben den HH und wir haben den DD und die haben einen Abschluss über den Gegenstand Waren, Umsatzgeschäfte. Über Ware, und zwar dieselbe Ware und unmittelbares Gelangen der Ware von Portugal nach Deutschland. Also ist dieser schon mal erfüllt. Paragraph 25b Absatz 1 Nummer 1, drei Unternehmer über denselben Gegenstand Umsatzgeschäfte abschließen und dieser Gegenstand unmittelbar vom ersten Lieferer an den letzten Abnehmer gelangt, ist erfüllt. Dann brauchen wir bei den TBMs, die ich der Bewegung des Gegenstandes zugeordnet habe, noch die Nummer 3. Der Gegenstand der Lieferung aus dem Gebiet eines Mitgliedstaats in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates gelangt. Und wenn wir uns den Sachverhalt angucken, gelangt doch der Liefergegenstand von Portugal direkt nach Deutschland. Auch das ist erfüllt. Beides Portugal nach Deutschland. Und damit ist dieses TBM ebenfalls erfüllt. Dann gucken wir uns das dritte TBM in diesem Bereich an. Warenbewegung oder Bewegung des Gegenstandes an. Und zwar 25b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4. Der Gegenstand der Lieferung durch den ersten Lieferer oder den ersten Abnehmer befördert oder versendet wird. Wenn wir in den Sachverhalt gucken, dann wird doch die Warenbewegung durch LL veranlasst. Denn der hat das ja nachgewiesen, dass er die Sache durchführt. Das war doch 36a Satz 4, zweiter Halbsatz, der jetzt nach Unionsrecht 36a Satz 5 durch die Abgabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer bei demjenigen, wo er es geholt hat, nachgewiesen hat. Und er hat ja die portugiesische Umsatzsteueridentifikationsnummer verwendet. Also ist das schon mal erfüllt. Und dann können wir das auch entsprechend hier eintragen, nämlich in diesem Fall durch den ersten Lieferer durch LL. Und wir hatten einen Nachweis mit portugiesischer UST-ID-Nummer. Also ist diese Geschichte hier ebenfalls erfüllt. Alle drei TBMs zur Bewegung des Gegenstandes sind erfüllt. Dann kommt in das Augenmerk, oder schauen wir uns genauer an, Erfassung und Ansässigkeit. Da gibt es auch zwei TBMs. Zunächst
Paragraph 25b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2. Die Unternehmer in jeweils verschiedenen Mitgliedstaaten für Zwecke der Umsatzsteuer erfasst sind. Und das sind sie ja auch. Wir haben hier einmal den LL aus Luxemburg, der allerdings die portugiesische Nummer verwendet. Dann haben wir den HH aus den Niederlanden. Und dann haben wir noch DD aus Deutschland. Und LL hat ja die portugiesische Umsatzsteueridentifikationsnummer verwendet. Also drei Unternehmer, drei verschiedene Länder. Paragraph 25b Absatz 1 Nummer 2 ist erfüllt. Dann gucken wir uns den Absatz 2 an. Nummer 2, Satz 1. Absatz 2, Nummer 2, Satz 1. Der erste Abnehmer ist in dem Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung endet, nicht ansässig. Und jetzt müssen wir genau gucken. Jetzt beziehen wir uns ja nur auf diese Kette. Und der erste Abnehmer in dieser Kette ist doch der HH. Und der HH ist ja in Niederlanden ansässig und nicht da, wo es endet, nicht in Deutschland. Damit ist diese ganze Geschichte erfüllt. Und das tragen wir auch nochmal ein. Nichtansässigkeit des ersten Abnehmers im EU-Staat des Transportendes. HH, ansässig in den Niederlanden und nicht in Deutschland, wo das Transportende ist. Und daher ist dieses TBM ebenfalls erfüllt, wie das da zuvor auch. Damit haben wir diesen Punkt Erfassung und Ansässigkeit ebenfalls abgearbeitet, nachdem wir zuvor die drei TBMs der Bewegung des Gegenstandes abgearbeitet haben. Jetzt gucken wir auf das Benutzen der Umsatzsteueridentifikationsnummer. Dort gucken wir uns zunächst einmal den 25b Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 an und dann noch 25b Absatz 2 Nummer 4. Zunächst 25b Absatz 2 Nummer 2 und jetzt der Satz 2. Wir haben ja bei HH, nämlich der erste Abnehmer, verwendet gegenüber dem ersten Lieferer und dem letzten Abnehmer dieselbe Umsatzsteueridentifikationsnummer, die ihm von einem anderen Mitgliedstaat erteilt worden ist, als dem, in dem die Beförderung oder Versendung beginnt oder endet. Okay. Unser HH verwendet die niederländische Umsatzsteueridentifikationsnummer sowohl gegenüber dem Lieferanten in Luxemburg als auch gegenüber DD, wo die Sache endet. Und diese niederländische Umsatzsteueridentifikationsnummer ist eine andere als die, wo die Lieferung endet, nämlich in Deutschland. Und damit ist dieses TBM erfüllt. 25b Absatz 2 Nummer 2, Satz 2. HH nutzt niederländische Umsatzsteuer-ID-Nummer. Und das muss eine abweichende sein gegenüber dem Land, wo es endet. Damit ist auch dieser Bereich erfüllt. Und dann kommen noch 25b Absatz 2 Nummer 4. Der letzte Abnehmer verwendet eine Umsatzsteueridentifikationsnummer des Mitgliedstaates, in dem die Beförderung oder Versendung endet. Jetzt richtet sich der Blick auf DD. DD verwendet ja die deutsche Umsatzsteueridentifikationsnummer und das ist die Umsatzsteueridentifikationsnummer, wo ja auch die Lieferung endet, nämlich bei DD in Deutschland. Das ist erfüllt. DD nutzt deutsche UST-ID-Nummer
Transport oder Gelang endet in Deutschland ebenfalls. Und daher ist das auch erfüllt. Und wir haben jetzt also einmal Bewegung des Gegenstandes, diese drei TBMs geprüft. Wir haben die TBMs geprüft, die man quasi der Erfassung und Ansässigkeit zuordnen konnte. Und wir haben die TBMs geprüft, die man auf Benutzen der Umsatzsteueridentifikationsnummer einsortieren könnte. Jetzt kommen noch zwei zusätzliche Voraussetzungen, 25b Absatz 2 Nummer 1 und 25b Absatz 2 Nummer 3. Und zunächst erstmal 25b Absatz 2 Nummer 1. Der Lieferung ist ein innergemeinschaftlicher Erwerb vorausgegangen. Gucken wir uns das mal im Sachverhalt an. Der Lieferung an den letzten Abnehmer, also dieser Lieferung, ist ein innergemeinschaftlicher Erwerb vorausgegangen. Und wenn wir hier nochmal runter gucken, dann hatten wir ja hier festgestellt, dass der HH einen IG-Erwerbfall hatte und den jetzt auch zweimal, nämlich einmal in Deutschland und einmal in den Niederlanden. Das war ja erfüllt. IG-Erwerb. Also ist dieses TBM erfüllt. Und das markiere ich entsprechend IG-Erwerb bei dem und dann Plus. Und dann kommen noch 25b Absatz 2 Nummer 3. Der erste Abnehmer erteilt dem letzten Abnehmer eine Rechnung im Sinne von 14a Absatz 7, in der die Steuer nicht gesondert ausgewiesen ist. Gucken wir uns mal den 14a Absatz 7 an, was da überhaupt drin ist. Im 14a, da haben wir ja besondere zusätzliche Pflichten bei Ausstellung von Rechnungen. Wird in einer Rechnung über eine Lieferung im Sinne von 25b abgerechnet, ist auf das Vorliegen eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts und die Schuldnerschaft des letzten Abnehmers hinzuweisen. Dabei sind die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Unternehmens und die letzte und die des Leistungsempfängers anzugeben. Die Vorschrift über den gesonderten Steuerausweis in einer Rechnung findet keine Anwendung. Also diese Besonderheiten sind hier zu berücksichtigen im 25b. Und zwar waren wir ja gerade eben im 25b Absatz 2 Nummer 3. Der Gegenstand der Lieferung, Absatz 2, sorry, Nummer 3. Der erste Abnehmer erteilt dem letzten Abnehmer eine Rechnung im Sinne von Paragraph 14a Absatz 7. Heißt also in unserem Sachverhalt, wenn wir jetzt nur diesen Warenkreis, dann ist ja er der erste Lieferant und er ist der erste Abnehmer und der HH muss dem DD, nämlich dem letzten Abnehmer, eine Rechnung erteilen im Sinne von 14a Absatz 7. Im Sachverhalt galten aber alle Voraussetzungen als erfüllt, was dieses Formale angeht. Und deswegen schreibe ich hier Unterstellung, dass HH eine Rechnung im Sinne von Paragraph 14a Absatz 7 an DD ausstellt. Und dann ist auch diese Voraussetzung erfüllt. Und damit sind alle Voraussetzungen eines IG-Dreiecksgeschäftes erfüllt, Paragraph 25b. Und das heißt Anwendung der Rechtsfolgen. Und diese Rechtsfolgen vom 25b, die dann zu einer Erleichterung führen, die gucken wir uns jetzt an. Wir sehen jetzt ja folgendes Problem. Der HH, den trifft es ja als Zwischenhändler. Der muss sich in Deutschland registrieren lassen, hat dann jetzt hier diesen zweifachen IG-Erwerb. Und der ist ja jetzt nach diesem Sachverhalt erstmal der Gelackmeierte. Und jetzt gucken wir uns mal an, was der Paragraph 25b an Rechtsfolgen für uns bereithält. Da hat er ja einige Sachen, die jetzt günstig sind. Und das schauen wir uns mal an. Und zwar die erste Rechtsfolge, die wir haben.
25b Absatz 3. Im Falle des Absatzes 2 gilt der innergemeinschaftliche Erwerb des ersten Abnehmers als besteuert. Also Rechtsfolgen, Paragraph 25b. Zunächst nach Absatz 2. IG Erwerb gilt als besteuert. Bedeutet also, dass der IG Erwerb nach Paragraph 3 DORA Satz 1 als besteuert gilt. Und wenn 3 DORA Satz 1 als besteuert gilt, hat das auch gleichzeitig zur Folge, dass der 3D Satz 2 auch keine Anwendung mehr findet. Denn da gucken wir uns nochmal den Satz im Gesetz an. Satz 2 verwendet der Erwerber gegenüber dem Lieferer eine ihm von einem anderen Mitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer-ID-Nummer, gilt der Erwerb so lange in dem Mitgliedstaat als bewirkt, bis der Erwerber nachweist, dass der Erwerber durch den Satz 1 bezeichneten Mitgliedstaat besteuert worden ist oder nach 25b Absatz 3 als besteuert gilt. Und das gilt da ja wegen 25b Absatz, jetzt habe ich hier Absatz 2 hingeschrieben, das war natürlich der Absatz 3. Und den gucken wir uns auch nochmal im Gesetz an zur Wiederholung. 25b Absatz 3. Im Fall des Absatzes 2 gilt der innergemeinschaftliche Erwerb des ersten Abnehmers als besteuert. Das haben wir also jetzt geschafft. Dann gucken wir uns mal weiter an, was noch passiert. 25b Absatz 2. Im Falle des Absatzes 1 wird die Steuer für die Lieferung an den letzten Abnehmer von diesem geschuldet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt waren. Und die Voraussetzungen waren ja erfüllt. Das bedeutet, diese Formulierung als von diesem geschuldet, wir haben so eine Art Reverse Charge Umkehrung der Steuerschuldnerschaft hier im Sachverhalt. Absatz 2 mit der Rechtsfolge. Umkehrung Steuerschuldnerschaft bei letzter Lieferung. Das bedeutet, für diese Lieferung hier ist nicht mehr Steuerschuldner der HH, sondern neuer Steuerschuldner ist jetzt hier der DD. Weitere Rechtsfolge. Dann geht es weiter. Für die Berechnung der nach Absatz 2 geschuldeten Steuer gilt die Gegensteuer als gilt die Gegenleistung, nicht die Gegensteuer, als Entgelt. Das ist der Absatz 4. Auf den wollte ich auch noch mal aufmerksam machen. Also Bemessungsgrundlage nach Absatz 4. Gegenleistung gleich BMG für Umsatzsteuer. Und dann haben wir noch den Absatz 5. In dem Absatz 5 steht, der letzte Abnehmer ist unter den übrigen Voraussetzungen des 15 berechtigt, die nach Absatz 2 geschuldete Steuer als Vorsteuer abzuziehen. Bedeutet, dass unser DD jetzt nicht nur die Umsatzsteuer zu bezahlen hat und Steuerschuldner dafür ist, sondern dass unser DD zugleich die Vorsteuer ziehen kann. Im Grunde haben wir einen ähnlichen Effekt wie beim 13b ebenfalls, wo wir ja auch die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft haben, wo ja dann der Leistungsempfänger, jetzt hier der DD, könnte man so analog sehen, zum Steuerschuldner gemacht wird als Empfänger. Und dort beim 13b hat man ja dann den Vorsteuerabzug nach 15.1 Nummer 4 USTG. Ja gut, und hier ist es dann im 25b
B Absatz 5 geregelt. Und jetzt haben wir hier ganz viel aufgeschrieben, schrittweise entwickelt, was passiert. Und im Gesetz stehen diese Sachen ja so kompliziert drin, und auch diese Rechtsfolgen sind ja. Eine Rechtsfolge habe ich noch nicht thematisiert, nämlich 25b Absatz, da gehen wir jetzt mal rein, hier sind wir ja im Gesetz, Absatz 6. Paragraph 22 gilt mit der Maßgabe, dass aus den Aufzeichnungen zu ersehen sein müssen. Und dann gibt es hier zusätzliche Aufzeichnungspflichten für den Abnehmer und zusätzliche Aufzeichnungspflichten für den letzten Abnehmer und für den ersten. Das heißt, übersetzt, der Absatz 6, den wir jetzt hier noch einfügen können, der versorgt HH als auch DD mit zusätzlichen Aufzeichnungspflichten. So, und jetzt haben wir die ganze Geschichte wirklich sehr komplex kennengelernt, nämlich wie dieser 25 Beta funktioniert, im Besonderen, und das hat ganz lange gedauert, wenn man jetzt vier Beteiligte hat und dass er dann trotzdem zum Tragen kommt und dass jetzt beim IG-Erwerb hier als auch für die Ruhenelieferung ja der HH hier in dem Dilemma als Zwischenhändler stand und für den ja erhebliche Schwierigkeiten da waren und die jetzt ihm, sage ich mal, weggenommen werden. Übrigens, in dem Umsatzsteueranwendungserlass wird das schön zusammenfassend hier nochmal im 25 Berta Absatz 1 dargestellt. 25 Berta USTG enthält eine Vereinfachungsregelung für die Besteuerung von IG-3-Dreiecksgeschäften. Die Vereinfachung besteht darin, dass eine steuerliche Registrierung des mittleren Unternehmers im Bestimmungsland vermieden wird. Ja, wird ja vermieden für den HH. Er braucht sich in Deutschland jetzt nicht mehr registrieren. Und dann steht da, bei einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft werden unter Berücksichtigung der allgemeinen Regelung für Reingeschäfte grundsätzlich folgende Umsätze ausgeführt. Erstens, eine innergemeinschaftliche Lieferung des ersten am Dreiecksgeschäft beteiligten Unternehmers in dem Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung beginnt. Hatten wir ja gehabt, nämlich der LL führte ja eine steuerbefreite IG-Lieferung aus. Das hatten wir ja hier. Diese Lieferung von LL an HH war ja 3.1, 3.6, Ort Portugal. Steuerbefreit nach 4 Nummer 1b, 6a Absatz 1 als IG-Lieferung. EU-Recht im anderen Staat Portugal analog angewendet, wenn man dort die gleichen Regelungen hätte. Dann die Nummer 2. Ein innergemeinschaftlicher Erwerb des mittleren am Dreiecksgeschäft beteiligten Unternehmers, erster Abnehmer, das ist ja der Zwischenhändler HH, in dem Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung endet. Hatten wir ja. Wir hatten ja für den HH zunächst einen IG-Erwerbfall gehabt, der ja dann kaputt gemacht worden ist. Ein innergemeinschaftlicher Erwerb des Abnehmers in dem Mitgliedstaat, der dem ersten Erwerber, Abnehmer, auch nochmal, ein innergemeinschaftlicher Erwerb des ersten Abnehmers in dem Mitgliedstaat, der dem ersten Abnehmer die von ihm verwendete Umsatzsteueridentifikationsnummer erteilt hat. Also hier hatten wir den IG-Erwerb nach 3 Dora Satz 1 und hier den nach 3 Dora Satz 4. Hatte ich Ihnen ja auch beides angegeben. 3 Dora Satz 1 Deutschland und 3 Dora Satz 2 Niederlande werden ja zweimal einen IG-Erwerb gehabt, weil ja seine Umsatzsteueridentifikationsnummer abwich vom Land, wo es endete, gegenüber LL. Und dann hier noch die Nummer 4, eine Inlandslieferung des ersten Abnehmers in dem Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung endet. 3.7 Satz 2 Nummer 2 hatten wir ja auch gehabt. Nämlich, das war ja hier diese Runelieferung, wo wir den Ort nach 3.7 Satz 2 Nummer 2 bestimmt hatten. Dann ging es ja weiter. Liegt ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft vor, wird die Steuerschuld für die Inlandslieferung unter den Voraussetzungen von 25b Absatz 2 von dem ersten auf den letzten
jeweils am Dreiecksgeschäft beteiligten Abnehmer übertragen. Und genau das hatten wir ja getan. Die Steuerschuld von den HH wurde ja übertragen auf DD. Das hatten wir ja hier ja über den Absatz 2 gehabt. Umkehrung Steuerschuldnerschaft bei letzter Lieferung. Genau das ist ja passiert. Dann Satz 5. Im Fall der Übertragung der Steuerschuld gilt zugleich auch der innergemeinschaftliche Erwerb dieses ersten Abnehmers als besteuert. 25b Absatz 3. Der Absatz 3 sorgte dafür, dass wir sowohl den 3 Dora Satz 1 streichen konnten. Und als der gestrichen wurde, fällt dann natürlich auch der IG-Erwerb nach 3 Dora Satz 2 weg. So, und das war es alles in diesem Fall zum IG-Erwerb mit 4 Beteiligten in Kombination mit einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft 25b, dann so ein bisschen Paragraph 3, 6a da drin. Also wirklich sehr kompakt, sehr komplex. Ich hoffe, dass die Lösung des Falles transparent rübergekommen ist und dass die PowerPoint-Folie auch mit der Lösung, die ich jetzt entwickelt habe, wird unter dem Video verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, liken Sie es gern und abonnieren Sie gern den Kanal. Es werden noch weitere Videos folgen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.